Ja, Leute, und willkommen zurück zu Stray. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, Freunde, weiter geht's. So. Okay. Dann auf da nach oben. Nein. Warum? Ich will doch einfach... Ah, okay. Okay, gut. Einfach so nach oben. Die Wohnung. Okay. Ich hätte auch einfach da durchlaufen können. Na gut. Egal. So. Brauche Hilfe. Daten korrumpiert, brauche Hilfe. Körper für Download erforderlich. Körper erforderlich. Durch Tür gehen, einschalten. Was? Durch Tür gehen, einschalten, Körper finden. Oh, okay, 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 okay. Drei. Okay, okay, okay. Hier haben wir das nächste. Nein. So. Da oben. Jetzt noch eins. Ah, da oben. Okay. So. Haben wir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Upsie. So.
Es hat funktioniert. Ich bin frei. Vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein, mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Okay. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Den musst du dir noch umlegen. Okay. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Ja, sehr unbequem. Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Okay. Das ist unser Inventar. Schlüssel. Okay. So, ganz einfach. Wenn ich einen Gegenstand mal neugierig mache, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Alles klar. Okay. Drei, sieben, vier, acht ist der Code. 3748. Drei, sieben, vier, acht. Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Alles klar. Alter. So. Ah, jetzt geht er einmal wieder nach oben. Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemand versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauerbild.
wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Neuer Gegenstand. Erinnerung. Postkarte. Warum habe ich diese Erinnerungen? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. So. Na, hier ist nix. Na gut. Oh Gott, da sind wieder diese Viecher, ey. Renn! Ich tu's mal lieber. Slums. Okay. Was geht denn jetzt ab? Alle laufen weg. Warum? Warum? Okay. Sie scheinen ihre englische Sprache zu haben. Du bist kein Zirk. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Für einen Sog gehalten. Sog. Oder wie man die auch immer ausspricht. Diese kleinen Viecher, ey. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg. Außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu gehen, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Okay, das ist also unser Ziel, wo wir als nächstes hin müssen. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter... Was?
Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben im großen Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild sprechen. Er ist die einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Alles klar, bevor wir das aber machen, gucken wir uns erstmal hier um, würde ich sagen. Joris, du hast uns so einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zurk. Oh, sehr hübsch. Okay, der schläft. Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert und ich werde morgen 374 Jahre alt. Alter. So ein schöner Traum. Wie schade, dass es nur ein Traum ist. Okay. Warum da hochgehen? Das ist doch nichts. Da ist doch nichts. Ich glaube, Momo hat auch so ein paar Bilder. Hast du es ihm gezeigt? Bis jetzt noch nicht. Wie? Bitte stör meine Meditation nicht. Mit seltsamen Bildern. Die alten Geschichten sprechen von natürlichem Licht, das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Dieses Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unseren Vorfahren. Es half ihnen zu wachsen. Aha. Okay. Was haben wir? Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen, haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Okay. Was haben wir hier? Nur unsere Vorfahren können diese Farm unterscheiden. Es heißt, dass sie einst die Welt beherrschten. Hm. Okay. Was geht hier? Hier haben wir einen Händler. Okay. Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um uns gegen die Zirks zu verteidigen. In den Slums gibt es viele Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. Manchmal stoßen wir auf gefälschte Bilder wie dieses hier, die alle von der Außenwelt reden. Ein schöner Traum, finde ich. Schau dir mal die versteckten Schätze hier im Müll an. Pennys vom Himmel oder wo immer die auch herkommen. Ein blauer Himmel. Ha, stell dir das mal vor. Im Händler können wir nicht reden. Und was hat denn der hier für Sachen? Der Marktplatz. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Okay. Nein, tut mir leid, das kann ich nicht annehmen. Das ist ein Satz Stromkabel, das beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein super Spiritus-Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Okay.
er mich hier. Das hier ist ein Musiknotenblatt. Ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Es kostet dich eine Dose Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Okay. An dem Automaten können wir nicht. An dem auch nicht. Hier haben wir noch jemanden zum Reden. Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schaue, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Einige Leute haben versucht, in dieser Stadt einen Ausgang zu finden. Es ist nicht gut gelaufen. Hier haben wir einen Automaten. Nice. Sehr schön. Oh, hier ist ein Safe. Geheimnisvolle Passwort des Safes. Untersuchen. Okay. Es folgt den Zahlen geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln können. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Okay, den Safe können wir also noch nicht machen. Gut. Neugier ist der Katze tot. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, wie bekomme ich das wieder ab? Oh Gott. Hilfe! Okay. Hallo, ich bin Musiker. Ich habe aber keine Songs. Ja, ich leider auch nicht. Ein blauer Himmel. Ha, darüber werde ich eines Tages ein Lied schreiben. Nein, danke, ich habe keinen Durst. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Ruhen wir uns mal ein bisschen aus. Okay, reicht auch. Okay, gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. All die verqueren Sachen passieren immer die Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen, das ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Das ist ein schönes Bild, gefälscht aber schön. Ich habe gehört, dass der Tauschhändler noch so aussieht. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Oh.
Ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zirks es komplett aufgefressen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Noch ein Bild von der Außenwelt. Lass mich bloß in Ruhe mit dem Kram. Das ist doch alles Quatsch. Okay. Notenblatt. Cool. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Einige Leute haben versucht, in dieser Stadt den Ausgang zu finden. Es ist nicht gut gelaufen. Oh, was haben wir hier? Merken. Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmten. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Nice. Eine weitere Erinnerung. Sehr cool. Willst du etwas? Ah, der Mythos ist des blauen Himmels. Ein schönes Konzept. Was kann ich für dich tun? Oh, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Momo ist ein echter Fan dieses Mythos. Du solltest es ihm zeigen. Seine Wohnung ist da ganz oben. Halte Ausschau nach einem orangefarbenen Neonschild. Es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir einen Poncho stricken. Du inspirierst mich, aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Okay, wir haben mal jetzt... Wir haben eine Energy Drink Dose. Omas Kleidung. Und mit der einen Energy Drink Dose können wir doch dieses Stromkabel holen. Warum kann ich jetzt nicht hier mit denen reden? Warum geht das nicht? Na gut. Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass das nicht die Zirks waren. Oh. Ruht in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein.
Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber es sind wirklich... Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. So, hier können wir uns wieder eine Energy-Drink-Dose holen. Sehr schön. Okay. Hier haben wir jemanden zum Reden. Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder ein Farbeimer fallen. Sonst wird Cosma sauer. Die Außenwelt. Warum sich die Mühe machen, sie zu finden? Uns geht's doch gut hier. Du siehst ein bisschen aus wie ein Zug. Zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen. Diese Dinger knabbern sich durch Metall. Sie sind fürchterregend. Oh, ist das die Außenwelt, von der Momo ständig redet? Okay, dann in der Bar waren wir schon drinne. Ah, jetzt kann ich mit denen reden. Oma hat mir diese Kleider gemacht. Ganz schön schick, oder? Ja. Ah, ein blauer Himmel. Das wäre schräg. Ich liebe es zu stecken. Bis jetzt habe ich... Okay. Das haben wir schon gelesen. Stromkabel. Gehen wir mal zum Händler und holen uns das Stromkabel. Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein, oder? Die Zeit ist schon seltsam. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen für immer. Sehr hübsch. Wäre schön, wenn es denn echt wäre. Übersetzen. Ankündigung. Ich suche jemanden, der den Südeingang der Sicherheitszone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pins Sioba-Öl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Okay. Tauschhändler, Super Spiritwäscherei, Omas Kleidung, Elliot-Programmierung. Hier. Nee, da war der Musiker. Hier ist der Händler. Holen uns mal das Stromkabel, würde ich sagen. Oder? Wie viel waren das nochmal beim Stromkabel? Ah, super Spiritus Reinigungsmittel. Okay. Wie viel war das noch? Wie viel war das? Hier das nochmal. 3 Dosen Energy Drink. Wir haben 2 Dosen. Hol ich mir mal das Notenblatt, würde ich sagen. Dann haben wir das schon mal. Bitteschön. Sehr schön, das haben wir schon mal.
Okay. Bist du eine der Störenfriede, die auf dem Dach mit Farbeimern spielen? Hau ab mit der Farbe, ich bin es satt, wegen eurer Schweinerei meine Treppe zu putzen. Okay, hier können wir noch nicht rein. Waren wir jetzt eigentlich überall? Ich glaube schon, oder? Wir haben mit ihm gesprochen. Dann wollen wir nochmal hier nach oben. Ach, hier waren wir doch schon. Stimmt ja. Unsere Aufgabe ist ja, zu Momo zu gelangen, da oben. Wie? Wie komme ich da nach oben? Am besten von hier, oder? Nein, ich wollte darüber. Ey! So. Dann halt so. Okay. Da. Okay. Oh, mit denen können wir reden noch. Tun wir das mal. Lass Vapora bitte in Ruhe, sie ist so tollpatschig. Vorsichtig, Vorsicht. Ich muss mich konzentrieren, ich will nicht noch einen Engel fallen lassen. So. Jetzt können wir auch da rein. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt erstmal wieder hier runterkommen. Wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, über meinen Laden zu spielen, du tollpatschiger Racker. Oh yeah, Baby. Jetzt sind wir hier drinnen. Aber gibt's hier irgendwas? Nix? Rein gar nichts.
hier ist rein gar nichts? Ernsthaft? Oh! Hier! Das Super Spiritus Reinigungsmittel. Jawohl. Okay, jetzt können wir. Jetzt können wir wieder zum Händler das Stromkabel holen. Und dann zurück zu Oma. Um einen schönen Poncho gestrickt zu bekommen. Das machen wir noch, Freunde, und dann würde ich sagen, zur Momo gehen wir dann beim nächsten Mal. Ja. So, ich hast du denn Reinigungsmittel? Bitte schön. Juhu! Sehr schön. So, auf zurück zu Oma. Wo war sie jetzt? Wo war sie jetzt? Hier lang? Hier lang? Und hier. Okay. Hallo Clemens, hast du etwas Stromkabel für mich? Ich würde gerne einen Poncho für dich stricken. Aber dazu brauche ich eben Kabel. Natürlich habe ich Stromkabel. Schön. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Juhu! Neuer Gegenstand darum. Bitte sehr, Clemens, das wird dir gut stehen. Sehr schön. Okay. Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder für Stray. Zu Momo gehen wir dann beim nächsten Mal. Ja. Wenn euch der neue Part von Stray gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Aktiviert die Glocke. Und da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Stray. Haut rein. Soccer Boy, Game Over. Ciao.